Servus, liebe Leute, hier ist euer ADG wieder von der Doppelsprosse und ich berät heute das Thema, warum die richtige Lebensmittelkombination so wichtig ist. Ja? Richtige Lebensmittelkombi, ja? Die Kombi macht's. Ja? Das heißt, was passiert mit der Kombi, wenn die Multi ist? Was passiert? Erstens, es entstehen diese Fuselalgol, diese Gärungsbakterien im Körper. Das heißt, stellt euch mal vor, wenn ihr einen Gel-Läuterbottich habt oder eine Flasche, lasst da mal was gären. Jetzt analysiert das mal genau. Das ist euer Magen-Darm-Trakt. So, wenn ihr diese Gärungsbakterien endlich vorverdauen würdet und das Getränk jetzt vorverdaut trinken würdet oder den Joghurt oder so, alle Sachen, was passiert im Darm? Es ist schon vorverdaut. Diese Gärungsbakterien können keinen Fuselalkohol bilden und somit ist es ein gesundes Produkt. Das heißt, wenn ihr aber Früchte isst, in Kombination mit Salat, das, auch rohköstlich, mit Buchweizensprossen, mit das, mit Brownies oder alles möglichen, Rohkost, sage ich immer alles, ja. Beispielsweise isst Früchte mit Buchweizensprossen. Katastrophe, sage ich nur. Katastrophen. Ihr wollt vielleicht jetzt nicht die Wahrheit hören, aber ich sage nur die Wahrheit. Ja, wenn ihr nicht die Wahrheit verkraften wollt, schaltet jetzt ab. Schaltet jetzt ab. Wenn ihr weiter zuhören wollt, dann hört mir jetzt genau zu. Und warum ich euch das gerade erzähle, warum Fermentation so wichtig ist und warum das Problem Früchte mit Sprossen Katastrophe ist für den Körper. Ja, weil das Problem, was passiert? Ja, es ist ganz leicht, normal. Früchte und Buchweizensprossen. Wenn ihr jetzt Bananen mit Buchweizensprossen kombiniert, was passiert im Körper? Er muss zwei Chemorezeptoren analysieren. Was passiert? Eine Gärung im Körper. Das Problem? Die Banane und die Sprossen, ja, die Enzyme wissen nicht, was sie verdauen sollen. Dann machen sie beides. Sie verdauen beides. Das Problem? In diesem Prozess können diese Enzyme nicht richtig einordnen, was richtig ist. Und dadurch entsteht die Gärung, ja, weil die Enzyme nicht was analysieren können. Ja. Und dieses Durcheinanderessen zählt in der Rohkost, aber auch sowohl in der Kochkost und kann durch fermentierte Nahrung, ja, jetzt habt ihr wieder die Mitte, ja, gemieden werden. Ja. Das heißt, Faktum, fermentierte Nahrung ist mit allen Lebensmittelkombinationen möglich, mit allen, von A bis Z. Das heißt, fermentiertes ist möglich mit Fleisch zu essen, fermentiertes ist möglich mit Käse zu essen, fermentiertes ist möglich mit Kuchen zu essen, fermentiertes ist möglich mit Obst zu essen, fermentiertes ist möglich mit Reis zu essen, fermentiertes ist möglich mit Buchweizensprossen zu essen, fermentiertes ist mit allem möglich zu verzehren. Deswegen die Lebensmittelkombination klappt nur für euch Anfänger. Ich bin dann nicht mehr so weit. Aber für euch Anfänger, die Lebensmittelkombination immer mit Fermentiertes bitte beifügen. Und wenn dann nur eine Sache. Das heißt, eine Sache, egal welche von A bis Z, könnt ihr euch auswählen, ob ihr noch omnivorisch seid oder vegetarisch oder vegan oder rohvegan oder irgendeine Sorte, was ihr auch seid, Frutaria oder irgendwas, ja, vielleicht seid ihr auch eine spezielle Sorte, ich weiß es nicht, aber versucht das immer mit Fermenten zu ersetzen, ja, weil, was passiert denn? Diese Fermentation gewinnt den Kampf und überwiegt, ja, das heißt, wenn ihr das kombiniert, ist es vertragbarer. Versucht mal als erstes, wenn es doch nicht ganz gemischt ist, versucht erstmal 2-3 Löffel Fermente zu essen, Joghurtfermente. Und danach anschließend könnt ihr Früchte mit Fermente immer mixen, ja, das ist kein Problem. Aber versucht immer bedingt gleich die ersten 3 Happen sofort mit Fermenten anzufangen, weil dann gewinnt erstmal das positive Bakterium. Ja. Und danach ist es scheißegal, was du isst. Danach ist es scheißegal, was du isst und es passiert nichts. Das ist das Wichtige. Das ist die Hauptregel. Weil dann klappt die Kombination auch mit allem. Wenn man die Anfängerregel beachtet.
Ja, du kannst mir gerne in dem Video, in den Kommentaren, in den nächsten Tagen mal schreiben, wie deine Verdauung sich bessert oder wie deine Darmbakterien sich analysieren, wenn du mal fermentiertes davor isst und anschließend fermentiertes mit irgendeiner Sache noch kombinierst, wie es dann auf deinem Verdauungstrakt funktioniert. Ja. Ich weiß, ihr seid noch Anfänger, Mono ist noch nichts für euch, ja, verstehe ich auch natürlich, deswegen gehe ich auf eure Ebene ein. Damit ich auch mal so ein Video mache, von euch natürlich, ja, nicht immer von mir rede, ja. Und das ist dann sehr hilfreich, weil fermentiertes ist ja eigentlich, wenn ihr euch vorstellt, die ganzen Kohlenhydrate, die ganzen Eiweiße und Fette sind schon alle zerlegt, ja. Und dadurch wird es viel leichter verdaulicher, die Nahrung, ja. Und wenn ihr beispielsweise keine Fermente haben wollt oder euch das nicht schmeckt, habe ich einen zweiten Tipp nochmal für euch, Anfänger. Versucht Avocados einzuintegrieren, weil Avocados passen von der Lebensmittelkombination, ohne irgendwas davor zu essen, passen zu allen Punkten oder Kokosmus. Avocado und Kokosmus, das Beste ever. Ja? Das heißt, Avocado kannst du mit Fleisch essen, Avocado kannst du mit Käse essen, Avocado kannst du mit Reis essen, Avocado kannst du mit veganen Produkten essen, Avocado kannst du mit Rohkost essen. Ja. Passt zu allen Sachen, ja, von der Lebensmittelkombination. Außer Avocado mit sauren Früchten sollte gemieden werden ein bisschen. Ja. Avocado mit süßen und süßsauren passt besser. Saure kann man auch teilweise machen, das ist kein Problem. Aber jetzt eine Zitrone ist, das ist kein Problem. Das ist nicht also halt wild. Ja. Sollten natürlich nicht in hohen Mengen sein. Aber die Avocado und Kokosmus ist das einzigste Lebensmittel, was in der Rohkost ist, was auch mit allen anderen Lebensmittelkombinationen möglich ist. Ja? Auch mit sauren Früchten. Also es ist alles vertragbar, weil es macht nicht so eine starke Gärung extrem. Ja? Ja? Weil diese Fette gären ja nicht so, weil es sind Fette. Ja? Kohlenhydrate gären meistens. Ja? Das ist die Sache. Und Fette neutralisieren diese Gärung. Ja? Deswegen sind Fette so wichtig, ketogen sich zu ernähren auch, ja, damit weniger Gärung entsteht, ja, beispielsweise, weil durch die ganzen Kohlenhydrate, die wir essen, ja, außer Gräser, ja, beispielsweise oder Grasshots, ja, da ist die Gärung ein bisschen geringer natürlich, viel viel geringer als wie bei Früchten, ja. Trotzdem sollte man das auch nicht in Übermaßen machen, sonst ist es wieder kontraproduktiv. Alles in Maßen sollte natürlich genommen werden. Ja? Das ist die wichtigste Regel. Ja? Wichtigste Regel, alles in Maßen. Weil dann kann es den Körper auch assimilieren. Ja? Das ist auch ein ganz wichtiger Satz, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Es ist egal, was du isst, solange es perfekt ist, dass deine Organe alles verdauen. Ja? Das heißt, du bist, was du nicht isst, sondern du bist, was du assimilierst und verdaust. Das bist du, was du bist. Ja? Das ist die ganz wichtige Regel. Ja? Weil was du isst, hat gar nichts damit zu bedeuten, was du gleich bist. Ja? Das heißt, derjenige, wenn wir jetzt sagen wir mal ein Fleischbeispiel erklären oder ein Käsebeispiel oder ein Rohkostbeispiel, ja? Das heißt, einer isst jetzt sein Fleisch, seinen Käse, sein Obst ganz schnell. Bam, 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 ja? Gut, was passiert jetzt aber mit der Verdauung? Bam! Der Körper kriegt Probleme, weil du zu schnell gegessen hast. Slow Food, du isst dein Fleisch, du isst dein Käse, du isst deine Rohkost langsam, beispielsweise. Ja? Du isst es langsam. Was passiert? Nicht Bam, sondern Regulation, Entspannung. Passiert gar nichts, ja. Das musst du dir bewusst werden, beispielsweise. Ja? Es ist egal, was du isst, außer deine Organe müssen es richtig assimilieren und verdauen. Ja? Und natürlich in der Masse wird beachten, ja? Dass du alles noch in Maßen isst. Ja? Dass du dich nicht überisst, weil das Überessen passiert meistens durch das schnelle Essen. Ja? Wenn du langsam isst, isst du bewusst und genießerisch. Ja, das ist das ganz Wichtige, dass du diese Faktoren beachtest, ja, bei dieser Lebensmittelkombination und auch Reihenfolgen, Diät und so und bewusstes, langsames Kauen, ja, das ist sehr wichtig. Ja. Kauen musst du wirklich bewusst,
ich sage Faustregel immer 300 bis 500 Mal ein Bissen. Ja, wenn du das, wenn du noch kaust, bei mir ist es gar nicht mehr. Ich kaue nur, wenn dann überhaupt immer Wildkräuter, das spuckt die immer raus, ja. Weil ich kaue die immer 20, 30 Minuten lang, ja. Dann mache ich gleich meine Mundspülung immer, ja. Deswegen, das ist optimal, ja. Deswegen, wenn dann nur eine gemixte Form ist, viel besser, weil da ist alles zerlegt. Dieses Zermahlen schaffst du es nicht. Das kannst du vergessen, auch wenn, du musst wirklich 20, 30 Minuten kauen. Und wer nimmt sich dafür die Zeit? Ja, das ist die Frage, das macht keiner. Ja. Dir würde eigentlich reichen, wenn du 20 Minuten das eine Zeug nur kauen würdest, würde dir schon reichen. Und du könntest durchgehend fasten. Leider weiß es keiner. Ich sage hier ein bisschen meine Weisheit, ne? Damit du nur lernst. Ich möchte dir nur helfen, wie du besser fastest noch. Ja. Deswegen ist es deine Entscheidung, was du damit machst. Entweder schnell ham, ham, ham. Oder langsam mal bewusst und die Zeit mal lässt. Aber richtig bewusst. Das kannst du nur, wenn du alleine bist. Ja? Wenn du mal alleine für dich bist, analysier mal dein Essen. Und kaust bewusst. Oder wenn es schon vorgemixt ist, dann musst du es nicht kauen, dann musst du es nur einspeichern. Weil das Einspeichern ist auch wichtig, dass du es richtig machst. Ja? Und nicht einspeichern, direkt schlucken, ja. Es muss bewusst gemacht werden, ja. Es ist ein schwieriges Thema für viele Leute. Aber ich will es nur explizit hier nochmal auf den Punkt bringen, ja. Wie leicht es eigentlich ist, ja. Man muss aber nur für sich alleine mal sein, ja. Und wenn dich die Eltern oder keine Ahnung, oder deine Familie dazu zwingt, ja, wir wollen jetzt gemeinschaftlich essen. Ja, bitte respektiere, ich möchte aber nicht gemeinschaftlich essen. Weil ich faste jetzt. Das heißt, ganz wichtige Regel, alleine zu essen. Das ist viel gesünder, als wie gemeinschaftliches Essen. Nur wenn es was Flüssiges ist, kann man gemeinschaftlich essen. Das ist die einzigste Ausnahme. Aber wenn es um Kauen geht, bitte nicht gemeinschaftlich essen. Ja? Wenn es um natürlich Trinken geht, könnt ihr gerne gemeinschaftlich was trinken. Ja? Oder ein Joghurt essen. Das ist auch was, wieder eine Trinkform, ja, das wäre vertragbar, ja. Alles andere kannst du vergessen. Ich rede hier nur aus meiner Weisheit, wie es ist, wie ich es erkenne jeden Tag. Ja. Das ist die Wahrheit. Ich weiß, viele wollen diese nackte Wahrheit immer nicht hören. Sie meinen, ach, der Junge, der hier auf YouTube, der das erzählt, das ist doch alles Nonsens. Das stimmt doch einfach alles nicht, ja. Okay, wenn ihr meint, dann schaltet gleich ab. Das ist eure Sache, ja. Aber ich habe meine Erfahrungen da gesammelt. Ja? Und ich weiß, alleine lässt sich es am energiereichsten, am besten verdauen. Wirklich, ich meine es ernst. Dann würde ich nicht jeden Tag fast 150 Kilometer Rad fahren. Durchschnittlich. Durchschnittlich 75 Kilometer. Im Sommer, ja. Den Hochphasen unter 80 Kilometer. Wahrscheinlich wird es diesen Sommer wahrscheinlich noch mehr kommen. Werde ich mit meinem Bruder nochmal ausprobieren, was wir schaffen dieses Jahr. Aber wer kann das auch, ja? So eine Leistung erreichen. Es ist auch das Mindset. Es ist nicht nur die Ernährung, es ist auch das ganze Mindset, das eine wichtige Rolle spielt, ja? Das ist ganz wichtig. Ja. Euer DG hofft natürlich, dass es euch natürlich gefallen hat, ja? Schreibt gerne was in die Kommentare, wenn ihr Kritik habt oder bei manchen Punkten nicht einstimmt oder so, ja. Das ist dann eure Meinung, ja. Vertrage ich auch natürlich, ja. Das ist eure Meinung, ja. Ihr habt vielleicht andere Experimente gemacht. Ich habe meine Experimente gemacht. Deswegen, ich habe aber schon viele Experimente gemacht und aus den Fehlern gelernt, weil du musst aus den Fehlern lernen. Und die mache ich bei Ernährung kaum mehr. Kaum mehr. Bei Ernährung gar nicht mehr. Dadurch habe ich noch woanders Baustellen ein bisschen, aber die erweitere ich auch noch, ja. Aber ich sag mal, wenn die Ernährung passt, machst du in allem Gemeinen schon weniger Fehler, ja. Du musst nur die Kontrolle über deinen Körper haben, die Mitte, und dann hast du es. Euer G von Dirk Sprossen sagt bye bye. Stay tuned. Hey.